Hallo und herzlich willkommen zu Good Morning Vibrations, einem Format des digitalen TV-Channels der deutschsprachigen Ausgabe von Forbes. Ich bin Andrea Gläsemann, leitende Redakteurin, und ich freue mich, mit euch in den Tag zu starten. Nach dem Motto The Morning Makes the Day, Diversity Makes the Difference, treffe ich hier die verschiedensten unternehmerischen Persönlichkeiten, spreche mit ihnen über Karriere, was sie erfolgreich macht und was wir von ihnen lernen können. Es freut mich heute besonders, Albana Rama als meinen Gast begrüßen zu dürfen. Sie war früher in der Finanzbranche erfolgreich, bevor sie sich entschloss, selbst ein Unternehmen zu gründen. Mit der Rainforest Company führte sie 2019 die weltweit erste Acai-Bowl to go in den Markt ein, die mit einem speziellen Verfahren hergestellt wird. Wie es zur Unternehmensgründung kam, was derzeit bei der Rainforest Company ansteht und wie es generell um die Zukunft von Sozialunternehmen steht, darüber sprechen wir heute. Liebe Albana, es freut mich, dich heute hier in meinem Format begrüßen zu dürfen. Hallo Andrea, freut mich auch hier zu sein und freue mich auf unser Gespräch. So, wer mein Format jetzt kennt, weiß genau, was kommt, nämlich die Frage nach der Morgenroutine. Denn es gibt ja so die allgemeine Annahme, dass erfolgreiche Menschen eine gewisse Routine am Morgen haben. Deswegen meine Frage an dich, hast du denn eine? Auf jeden Fall. Mein Tag startet immer um 6 Uhr morgens. Erstmal mit dem Kaffee und Meditation, 30 Minuten Meditation. Und danach mache ich meistens noch ein HIIT-Workout von PAM natürlich. Oder gehe, in Berlin haben wir dieses Soul-Cycle-Konzept, wie man das aus New York kennt. Ride Berlin heißt es. Gehe dann meistens auch noch eine Stunde zum Cycling-Workout mit hartem Techno-Beat, wo man dann so richtig ausgepowert ist. Und dann so zwischen 8 und 9 bin ich dann im Office. Sehr schön. Ja, liebe Albana, erzähl uns doch mal, wie es überhaupt zur Unternehmensgründung kam und was vielleicht auch zentrale Herausforderungen bei der Gründung waren. Ja, eigentlich wollte ich niemals im Unternehmertum einsteigen. Ich hatte mir in meine Karriere in der Corporate-Welt vorgestellt, bin dann mit 21 auch Wirtschaft studieren gegangen in Zürich, bin meinen Master in International Business in London absolviert. Bin nach meinem Master wieder zurück nach Zürich gekommen und habe dann meine erste Managementrolle in der Finanzindustrie angefangen als Finanzchefin bei einer Commodity Trading Firma in Zürich und hatte so eine rosige und vielversprechende Zukunft vor mir in der Corporate Welt und dachte, ich habe jetzt auch alles erreicht, was ich erreichen wollte, und nach ein paar Jahren in der Finanzindustrie kam aber auch bei mir die Frage, war es das jetzt schon? Also sieht jetzt mein Leben nur noch mit der Analyse von Balance Sheets und P&Ls aus? Und es hat mich nicht mehr erfüllt, es hat mich extrem gelangweilt. Es hat mich aber auch die Frage stellen lassen, ist das wirklich, was ich mit meiner Existenz auf dieser Welt bewirken will? Und aus dieser Sinnessuche heraus hatte ich dann zu der Zeit, das war Anfang, als ich Anfang 30 war, hatte ich so ein Survival Camp im Amazonas-Regenwald gebucht, wo ich dann zum ersten Mal auf dem Amazonas-Regenwald reisen war in Brasilien. Da war ich 3 Wochen lang im Dschungel, habe mit den Farmen gelebt, mit den indigenen Völkern, bin jeden Morgen Acai pflücken gegangen mit den Farmen, die auf diesen 15 Meter langen Bäumen klettern. Und das war der Moment, wo ich mich im Regenwald auch verliebt hatte. Ich kam dann nach diesen 3 Wochen als ein anderer Mensch wieder zurück nach Zürich. Und diese 3 Wochen hatten aber auch bewirkt, dass es mich wieder zurück in meine Kindheit versetzt hat. Ich bin bei meinen Großeltern in einem kleinen Dorf im Kosovo, im ehemaligen Jugoslawien, groß geworden, wo wir waren Farmer. Wir haben unser Essen alleine als selber angebaut und ich bin sehr verbunden mit der Natur aufgewachsen. Und es hat mich aber auch wieder zurückversetzt, die Werte, die ich als Kind von meinen Großeltern mitbekommen habe, was mir wirklich wichtig war damals. Und dass man
Und die ich habe mit der mit dem Erwachsenwerden ein bisschen vergessen hatte oder zumindest im Hinterkopf gerückt waren. Und ich habe mich auch erinnert, dass ich eigentlich zum ersten Mal einen Supermarkt mit 9 Jahren in der Schweiz, als ich als Flüchtling in die Schweiz kam, besucht hatte. Und dass mir Essen und Natur und die menschliche, was uns als Mensch ausmacht, dass ich wieder zurück zu diesen Werten gehen möchte. Und so habe ich dann nach dieser Reise im Amazonas kurze Zeit darauf auch die Corporate Welt aufgegeben und habe einen Online-Shop gegründet, wo ich Acai-Püree tiefgefroren aus meiner Wohnung in Zürich verkauft habe. Genau. Ich habe zu der Zeit auch, bin dann natürlich auch wieder zurück in Amazonas gegangen, habe alle Farmer selbstständig ausgesucht, habe meine Partner in Brasilien auch selektiert und habe ein Unternehmen langsam und organisch aufgebaut, das mit sehr starken ethischen Werten basiert. Und so kam ich schlussendlich dann zum Unternehmertum. Natürlich hat man mich damals auch komplett als verrückt erklärt. Eine sehr, sehr große Finanzkarriere, in der ich sehr gut verdient habe, in Zürich aufzugeben, um Bären aus dem Amazonas-Regenwald zu verkaufen, die niemand kannte. Da wird man natürlich schon ein bisschen als verrückt bezeichnet. Aber ich wusste, wohin die Reise hingeht. Und ich wusste, dass das, was ich mit der Rainforest Company bewirken will, das Richtige ist. Und so habe ich nach und nach ein starkes Unternehmen aufgebaut, die Lebensmittelbranche von morgen auch mitgestalten möchte und wird. Jetzt hast du ja schon was Wichtiges erwähnt, nämlich dass die Rainforest Company nach bestimmten ethischen Werten agiert. Was sind denn das für Werte? Also inwiefern macht Rainforest Company einen Unterschied? Indem, dass wir komplette Transparenz, soziale Verantwortung tragen, aber unser Produkt im Einklang mit der Natur, mit der Umwelt produzieren. Wir sind seit gestern tatsächlich auch B Corp zertifiziert. Das war eine sehr lange Reise. Die letzten 2 Jahre haben wir uns damit beschäftigt, mit dieser B Corp-Zertifizierung, die eben genau das von Unternehmen verlangt, Transparenz, Verantwortung und Nachhaltigkeit. Und da verpflichten wir uns freiwillig, alle diese grundethischen Standards in der Lebensmittelbranche auch zu vereinen und nach denen zu agieren. Jetzt zählt ja die Rainforest Company zu Sozialunternehmen. Und was würdest du denn generell sagen, wie sieht die Zukunft von Sozialunternehmen aus? Also die Sozialunternehmen, das ist absolut die Zukunft. Ich glaube, die Zeiten, in denen Profitmaximierung, Shareholder Value im Fokus lag bei Unternehmen, sind vorbei. Durch die Digitalisierung hat der Konsument einen größeren Informationszugang und kann Nachhaltigkeitsstrategien von Unternehmen auch mitverfolgen und mehr soziale Verantwortung von Unternehmen verlangen. Und Unternehmen, die ihre soziale und ökologische Verantwortung nicht ernst nehmen, werden vermehrt von der Öffentlichkeit unter Druck gesetzt. Gleichzeitig agiert aber auch die neue Generation von Unternehmern mit höheren ethischen Standards und bauen Unternehmen auf, die der Gesellschaft und der Umwelt einen Mehrwert bringen. Also sozial agierende Unternehmen, das ist die absolute Zukunft. Jetzt hast du ja vorhin noch erwähnt, dass du angefangen hast, dieses Beerenpüree zu verkaufen. Und es war ja auch das erste Produkt, dieses Tiefkühl-Püree.
und ihr konntet relativ früh Pamela Reif gewinnen, mit euch zusammenzuarbeiten. Wie habt ihr euch denn gefunden und wie stimmt ihr euch ab? Wie findet ihr vielleicht auch neue Produkte? Wie sieht die Zusammenarbeit aus? Die Zusammenarbeit mit Pamela, die ist sehr eng und mittlerweile sehr, sehr, sehr schön. Ich habe sie im 2018 per E-Mail kontaktiert und überraschenderweise hat sie auch sehr, sehr schnell auf diese E-Mail geantwortet. Pamela hat zu der Zeit oder arbeitet immer noch ohne Management und sie ist eine sehr smarte und unkomplizierte, aber und tolle Geschäftsfrau auch. Und die Zusammenarbeit mit ihr ist sehr bereichernd, weil die Pamela, sie möchte nicht nur ein Gesicht für unsere Produkte sein, sondern sie möchte wirklich in jedem Prozess auch mit involviert sein, insbesondere in der Produktentwicklung auch. Also wir bringen nie ein Produkt auf den Markt, ohne dass es Pamela getestet hat, ohne dass sie in jedem Prozess von Rezeptur bis zur Verpackungsdesign mit involviert ist. Und es ist eine sehr schöne Partnerschaft mittlerweile geworden. Wenn wir schon über Produktentwicklung sprechen, ihr habt ja mit diesem Püree angefangen, dann gab es die Acai Bowl in verschiedenen Geschmacksrichtungen und jetzt, vorgestern, kam schon wieder was Neues raus, nämlich Eiscreme. Wie war denn da die Herstellung? Also was macht die Eiscreme besser als andere Eiscremesorten und was für Sorten bietet ihr an? Also in erster Linie sind unsere Eiscremesorten komplett clean. Wir benutzen keine Zusatzstoffe. Es ist nur auf Dattelbasis gesüßt. Es hat 60% weniger Kalorien als herkömmliche Eiscreme. Es ist natürlich bio und vegan, ganz klar. Und die Grundbasis sind immer nur vier Zutaten. Es ist auf Cashew-Basis Datteln, Acai natürlich. Dann haben wir drei Sorten. Eine Sorte ist mit Spirulina und Kürbiskern. Das ist für die ganz gesundheitsbewussten Konsumenten. Da 20% Proteine, 20 Gramm Proteine in einer 400 Milliliter Eiscreme-Box. Und die anderen Sorten sind Kakao und Waldfrucht. Das sind die zwei Sorten, die eigentlich jedem schmecken. Und die Kürbiskern und Spirulina, das ist eine sehr spezielle Sorte, polarisiert ein bisschen, aber schmeckt genauso gut. Sehr schön. Dann ist der Sommer ja sozusagen gerettet. Stehen denn demnächst noch weitere Projekte an oder war das es erstmal mit der Eiscreme? Nee, wir werden dieses Jahr tatsächlich noch 6 weitere Produkte im Food-Bereich noch auf den Markt bringen. Als nächstes werden ein paar Snacks Produkte rauskommen, auch sehr lecker, sehr natürlich, sehr nachhaltig produziert, sehr gesund, immer bio und vegan. Da bleiben wir unseren Standards gerecht. Wir werden auch noch eine vegane Butter und Öl noch dieses Jahr rausbringen. Das Öl ist das erste Acai-Öl auf dem Markt, mit dem man auch kochen kann. Und das Besondere an Acai-Öl ist, dass es kurzkettig ist. Und kurzkettige Fette, die speichern sich nicht am Körper, der Körper verarbeitet sie schnell. Acai hat natürlich auch sehr viel Antioxidantien, das heißt, mit dem Acai-Öl zu kochen, gesünder geht es gar nicht mehr. Und wir werden auch freue mich auch ganz, ganz, ganz darauf. Wir werden dieses Jahr auch zum ersten Mal einen Adventskalender auf den Markt bringen. Enthalten alle Produkte Acai oder die Butter zum Beispiel wird kein Acai enthalten, oder? Die Butter ist das erste Produkt, das kein Acai enthalten wird.
Aber alle weiteren Produkte, die dieses Jahr noch auf den Markt kommen, da wird die Hauptzutat immer Acai sein. Sehr schön. Liebe Albana, vielen Dank, dass du dir heute die Zeit genommen hast, mit mir über dein Unternehmen zu sprechen, den Aufbau des Unternehmens und die diversen Produkte. Es hat mir sehr Spaß gemacht. Und ich hoffe, ihr da draußen habt genauso viel Spaß wie ich beim Zuhören. Und wenn wir schon von Pamela Reif gesprochen haben, würde ich euch empfehlen, die Session mit ihr anzuschauen. Die findet ihr nämlich auch auf diesem Kanal oder auf unserer Website. Und jetzt nochmal zurück zu dir, Albana. Herzlichen Dank und ich wünsche dir einen schönen Tag. Und ich wünsche euch allen da draußen auch einen schönen Tag. Wir sehen uns bald wieder, wenn es heißt Good Morning Vibrations.